Bei einer Explosion an einer Tankstelle in Sierra Leones Hauptstadt Freetown sterben nach Angaben des Roten Kreuzes Dutzende Menschen. Bislang wurden 80 Leichen gefunden. Der Rettungseinsatz dauere an. Zahlreiche weitere Menschen werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen zufolge ging das Unglück von einem Fahrzeug aus, das nach einem Unfall in einer Tankstelle Feuer fing.